Und da sind wir wieder bei Flanida Tales, The Power of Dairyuchuan. Wir haben es endlich geschafft durch die Welt des Dairyuchuan. Wir haben Henning ein für alle Mal den Chaos gemacht. Und wir haben anscheinend auch noch Ruhe vor Amon, der uns nicht mehr hier durch die Stadt hetzt. Ah, das Minispiel wäre sicherlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, sagen wir es mal so, nicht schwerer als zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann noch gemacht habe, hier mit Rüdiger das Fangspiel. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den letzten Dungeon bis auf den Endkampf komplett durch und wollen wir doch mal schauen. Wir haben ja jetzt auch alle Schätze gefunden und alle Gespräche mit dem Dairyuchuan geführt, die man außerhalb des Endkampfs führen kann. Und was bringt uns das jetzt hier Schönes ein? Ihr habt alle Schätze und Dairyuchuan Locations gefunden. Wie wäre es nun mit der Erforschung der Ahnenhöhle? Aber bedenket, ohne das richtige Equipment werdet ihr niemals den Meister der Ahnenhöhle besiegen können. Mit ein bisschen Glück gelangt ihr ja vielleicht sogar in den geheimen Raum mit den vielen Heilquellen. Dieser Raum ist das Refugium jener vier, die in der Ahnenhöhle ihren Ursprung haben. Diese vier können sich nach Belieben durch die höheren Ebenen der Ahnenhöhle bewegen. Und sie können nicht so ohne weiteres im Kampf getötet werden. Sollten sie im Kampf besiegt werden, so erscheinen ihre Körper einfach wieder vollkommen regeneriert in eben jenem Raum. Aber dafür haben sie auch eine sehr große Schwäche, die ihr ausnutzen könnt, um sie zu besiegen und euch hilfreiche Belohnungen zu sichern. Trivial! Hätten sie die Sache damals hier mit in dem Kampf mit dem Zauberring-Battle ist noch nicht vorbei. Also du kannst ja gerne noch eine von mir fangen. Es war aber wirklich trivial, wenn es sich selbst in diesen Hinterwäldler Dungeon herumgesprochen hat. Aber nur du weißt natürlich mal wieder nichts, da du hinter dem Pluto zu leben scheinst. Auf diese Weise könnt ihr euch eine Menge Aufwand ersparen. Siehst du, das ist hier kommt Knowledge. Hier, ich schenke euch einen kleinen Glücksbringer, auf dass er euch helfe, neue Wege und Möglichkeiten zu finden. Wir erhalten einen Glücksbringer. Und hör du auf, der Erzähler zu sein. Oh, vielen Dank. Machen wir nun hier Gegenstände von Feuer, Wiepern, Schneefrauen, Partywürden, Ewelkraft, Stiermännern, Putzfrauen, Hausgeistern, Dämonenbäumen und Echsenkriegern und Alexander, dem sind wir ja auch schon begegnet. Ich glaube, der war eine komplette Vollpfeife. Kai? Hey, der hat mal einen Bogen. Und Knillers, genau, das war der mit dem Zauberring. Welcher trivialerweise, wie wir alle, wie jeder im Universum, bis auf dich weiß. Und natürlich bis auf Susi noch. Dass er anfällig gegen Instant Death Attacken ist. Und hier Prinz Ernst August, mit dem haben wir auch noch eine Rechnung offen. Dann wollen wir doch da jetzt mal hin. Und wir werden... Ich sag mir, du weißt auch die Schwäche von diesen Frauen nicht. Hänsel, soll ich dir was Lustiges sagen? Ich weiß die Schwäche wirklich nicht. Du kannst sie ja auch nicht so ohne weiteres nutzen, weil du so jämmerlich und nutzlos bist. Ciao, ich mach das jetzt.
Ich setze hier. KP-Absorption 1. Und Artemis, also der intelligentere Artemis, wird das gleiche tun. Und er ist sogar ein bisschen schneller als ich. Einfach weil ich ein Gentleman bin und ihm gerne den Vortritt lasse. Okay, warum hast du eigentlich nur die Kleine angeguckt? Weil Kinder sind immer die Wurzel allen Übels. Was erwartet uns hier eigentlich sonst noch alles an Gegnern, was hier rumkreucht und fleucht? Trivial! Gibt hier nur heiße Bräute, heiße Mäuse und heiße Feger? Trivial! Es gibt auch noch heiße Engelchen. Okay, die gehen anscheinend genauso. Trivial! Aber was? Irgendwas sagt mir, das geht hier nicht so einfach. Machen wir einfach weiter. Ich könnte sie schon besiegen. Nein, Hände könntest du nicht. Wir haben nämlich irgendwie so den Charakter eines optionalen Superbosses und ich könnte gewinnen. Bla 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 bla. Okay. Nun auf zur Ahnenhöhle, auf in neue Abenteuer. Ja, erstmal einkaufen. Zum Glück verlieren wir ja in dieser Ahnenhöhle nicht unser Inventar. Was haben wir denn hier? Sicherheitssöckchen, wie süß. Ach, für wen sind wohl diese Söckchen? Ja, damit du nicht immer rumjammerst, wenn du über grüne Kohlen und so laufen musst. Die brauchen wir nicht. Okay, hiervon noch zwei. Eine geheimnisvolle Zauberflüssigkeit. Ja, wenn wir das nicht mal brauchen. So, und hier wieder Phönixstauben. Na gut, wo wir schon hier sind, holen wir uns die auch noch. Und nicht, dass es hier noch irgendwelche andere Shops auf der Welt gäbe. Was ist das? Ja, wie gut, holen wir uns davon vier. Moment, das war nur für ihn. Wieso hole ich da jetzt drei für? Ich weiß nicht. Hast du irgendwelche Praktiken, die du vollführen möchtest, von denen wir nichts wissen? Warum holst du immer vier, wenn man nur drei holen kann? Jetzt können wir uns keine Zauberamulette mehr leisten. Ja, das ist sicherlich jetzt ein Weltuntergang. Aber gut. Du lebst so verschwenderisch und beklagst dich dann, dass du mit deinen Ressourcen nicht auskommst. Ach, was soll's, wir gehen jetzt hier rein und gucken mal, ob wir hier irgendwelche Supergegner. Ah, das sind die Putzfrauen. Die wurden auch schon erwähnt. Aber. Ah, da kriegen wir Windamulette. Trivial. Du redest nicht im Konjunktiv, was du müsstest, weil das nicht so sicher war und ist und sein wird. Dämonenbäume. Ich kann doch jetzt mal also rechts gleich. Denn die Echsenkrieger haben mich ja auch nochmal Schlangen gemacht. Und du bist jämmerlich geflohen. Und noch mehr Dämonenbäume.
aber ich würde es nicht so wirklich, oder? Für euch schon! Mich können sie nicht mal gipfeln! Aber hoffen wir doch, dass wir hier mal im richtigen Gegner, für den wir, glaube ich, hier mal ein bisschen rein sollten, über den Weg laufen. Ich bin gerade noch ein bisschen erschöpft von den Schlachten im Reich des Dairiosaur. Gott, was hätte ich hier so zwei Zitronenbogen noch kaufen sollen? Ist egal, Hänsel heilen. Aber kommt jetzt hier vielleicht noch eine größere Herausforderung? Da kommt jetzt was. Oh, zwei Hitzköpfe. Ich kann mich ja nicht mit jedem Pöbel abgeben. Nicht so einfach abspeisen. Ach ja, passt mal gut auf. Doch. Hier wirst du die Folge, wie ich deinen Bruder töte. Ich lasse dich nun einfach so zurück. Du kannst nun jahrelang trainieren, um stärker zu werden, um dich dann letztendlich an mir rächen zu können. Da bin ich schon wieder. Ich habe trainiert und ich habe die Frau fürs Leben gefunden. Und wir müssen dich nur noch zusammen besiegen, dann kommen wir glücklich alle Zeiten leben. Hier, ich kenne deine Frau und verschwinde wieder. Verbrennen, du Schweinhund! Da musst du noch mehr trainieren. Und da sind wir auch schon. Ah, ich hab mir hier noch. Ich hab hier eine neue Freundin und ich hab einen neuen Bruder. Was sagst du jetzt? Oh, nö, bitte nicht schon wieder. Kann man das immer vergessen? Ah, gut, ich lass dir deine Frau hier mal leben. Auch und ein neuer großartiger Gegner, Kai. Er scheint in einer völlig anderen Liga zu spielen als alle bisherigen Gegner, denen wir in diesem Run hier über den Weg gelaufen sind. In der Tat, ich bin der große Kai. Meine Macht übersteigt alles Dagewesene. Ich bin bereit für einen epischen Kampf, der in die Zeitgeschichte eingehen wird. Noch in tausenden von Jahren sollen die Menschen und Tiere und Pflanzen und Pilze dieser Welt von diesem Kampf träumen. Und ihn in alle Winde hin vortragen, diesen epischen Kampf. Okay, das klingt nach einer neuen großen Herausforderung, der wir uns dann stellen werden. Bis zum nächsten Mal.